Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit dem Ermut. Ja Leute, neue Aufnahmesession. Ihr seht's, kurz nach 5. Ja, ich hab mal hier, ich weiß gar nicht, ob ich es euch schon gezeigt hatte, 20 Scrap Iron Spikes schon mal gemacht. Ja, jetzt bei der Horde werden wir jetzt noch nichts großartig mit den dicken Spikes machen. Aber mal gucken, ob wir ein paar hinkriegen noch, dass wir, wenn die durch ist, was setzen können. Ja. Bisschen Essen. Ihr seht, ich habe das Minibike schon im Inventar. Müssen wir noch den Korb organisieren. Dann bekommen wir hier vorne in dem Antiquitätenladen, oder was das sein soll. Gut, ansonsten seht ihr, na, wie wir schon in der letzten Session gesagt hatten, wir brauchen unbedingt Clay. Bedeutet, ich werde die nächste Nacht mich irgendwo reinbuddeln und die Nacht Clay schippen. Eisen haben wir ein bisschen drin. Ich habe Brass Lead oder Lead eingeschmolzen, Glas. Jetzt mache ich noch ein bisschen Stonis. Ein bisschen Stoni haben wir noch. Aber ich werde ein paar Ressourcensteine auch kloppen jetzt an dem Tag hier. Jetzt nicht übermäßig viel, sondern einfach mal so ein bisschen nebenbei. Geplant ist, wir werden jetzt mal eben den Antiquitätenladen looten, weil ja, da ist nicht viel mit Sleepern. Das kriegen wir schnell hin. Da ist ein Korb für unser Minibike noch. Und ich habe schon mal hier einen Honig mit, ein paar Repair-Kits, ein bisschen was zu essen, trinken, die Quest und die Kohle nehme ich mit. Packe ich direkt ins Minibike. Das lasse ich brennen hier. Schreier waren auch schon wieder da. Ich hoffe, wir kommen jetzt gleich nicht, wenn wir losziehen hier. Ja, und dann wollte ich ein bisschen aufklären mal. Also ein den Antiquitätenladen. Und dann gehen wir mal Richtung unserer Schatzkarten. Meine war ja, ach, beide sogar hier. Sehr geil. Ja, dann klären wir die Ecke auf und holen die beiden Schätze erstmal jetzt. Mal eben kurz durchgehen hier. Ja, reparieren werde ich jetzt nicht. Jetzt nur mal eben, wo was fehlt. In unserer Abwesenheit werden ja hier mit Sicherheit noch mal ein paar Schreier kommen. Weil die Forge, das Ding ist immer noch da, weil die Forge brennt ja noch eine halbe Stunde. Gut. Nehmen wir ihn noch eben mit. Bring den noch rein. Warum steht da nicht so ein Böse rum? Der interessiert sich noch nicht mehr zu uns. Gut. Zack. Und schön wäre natürlich, wenn da die Ecke auch irgendwo mal Wüste wäre. Ich gehe mal ein bisschen. Ach komm, wird schon keine Screamer jetzt kommen in der Zeit, oder? So. Auf geht's, ab geht's. Ja, ich habe noch ein bisschen Muni gemacht für die Blunderbuss. Hab mal 5 Pipe Bombs gemacht. Ich weiß gar nicht. Ah ne, die sind noch in der Werkbank. Halt! Runter von dem Bike. Und drauf auf den Zombie. Nice, läuft. Ach ja, ich habe ja noch keinen. Haben wir also unsere Hunting Rifle wieder, die wir verloren hatten. Durch den Tod. Naja, so ist das. So, da sind wir doch schon da. Hallo. Was ist da los? Den Zombie rum. Kurz und schmerzlos mal eben den Korb holen. Wo wir hier looten.
So. Zack. Jutti, das sieht doch gut aus. Machen mal so. Interessiert sich nicht für uns, dann lass sie mal machen. Nuken wir mal eben durch hier die Maschinen. War so klar, dass du dann Batterien findest. Ach, habe ich den Dingens überhaupt mitgenommen? Nee. Alles klärchen, wir müssen nochmal nach Hause. Aber was soll ich die beiden Safes jetzt aufkloppen? Jetzt habe ich eigentlich extra den Lockpick fertig gemacht gehabt. Dann können wir ihn auch mal eben antesten. Können ihn ja danach ins Minibike legen. Ist ja alles nicht so wild. Ist jetzt nicht die schnellste Karre, aber es geht schon. Naja. Komm, dann kann ich das doch hier mit hochnehmen. Ja, komm her, mein Gott, du alter Pappeimer, ey. Ist deine Olle auch gleich mitgebracht, hä? Stand hier vorhin nicht noch in so einem anderen rum, bevor wir los sind? So. Ja, du hast ja nicht einfach, ne? Bäm. Zwei Wasser können wir eigentlich mitnehmen. Gut, Lockpick, hier ist er. Bäm. Da sind zwei. Hallo. Können wir schon mal aufteilen. Packe ich die 8 Repair-Kits schon mal in die Karre rein. Zack. Auf geht's, ab geht's. Dann dauert das nämlich auch nicht so lange da. Was ist denn da los? War da ein Wolf oder was? Ist da nur ein Schottiladen? Ja, Wolf lasse ich jetzt mal. Können wir natürlich nicht stehen lassen, mal einfach so. Ja, Hardware-Laden, hier so ein kleiner, aber auch noch, also Mac 10, ja. Hier ein paar Safes in den Bricks wahrscheinlich noch. Ja, klar, jetzt kommst du auch gleich angequollt hier. Also wir haben hier noch einiges zu tun. Leg dich hin, Kollege. Nice. Gut. Nehmen wir hier auch mal eben das Zeug mit. Was wir haben, haben wir, ne? Na super. Na, klappt das nicht? Doch. Ja, nimm doch. Perfekti. Ach komm, vielleicht gibt es da ein bisschen Wasser, ey. Schauen wir mal eben durch hier. Verlauf. So stark. Immer noch keine Winchester oder Pistole, ne? Schematik meine ich natürlich. Pistole ist gut, können wir zur Not wieder vertickern.
So, ja, das läuft hier auch. Junge, Junge. Gut. Secret Stash. Bam. Oh, das ist natürlich nice. Das ist wirklich nice. Können wir auch noch nicht. Helm weiß ich gar nicht. Oh je, der hat sich ja mal gelohnt, ne? Ach so, hier unten haben wir noch eine Kiste, ne? Ach, das war ja die Secret Stash. Ich knaller. Hose, ja, da haben wir schon genug von liegen. Cash. Sind wir schon wieder vollgemüllt, bevor wir überhaupt an dem Dingen sind. Ich meine, wofür haben wir das Minibike da stehen? Zack. Pistole kann rein. Oh, da ist noch ein Winchester drauf. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Das ist natürlich geil. Den können wir auch mal aufheben. So. Uff, geht's, ab geht's. Kannst du bitte die Tür schließen? Danke. So. Rap Attack haben wir, glaube ich, gar nichts auf. Doch. Oh, gut. Die ganze Kiste ist irgendwie immer leer. Ja, der Sledgehammer ist natürlich nicht schlecht, aber in Grau. Ah. Scrappig, wir brauchen E-Eisen. So. Ja, ich weiß gar nicht, was ich mir wünschen soll. 762 ein paar wären schön. Oh, Raketenwerfer mit Raketen. Also läuft hier wieder. Das ist die wahre Pracht. Sollte die richtige Taste drücken, ne? Sehr schön, sehr schön. Naja, naja, naja. Ja, der große dauert ein bisschen länger, ne? Aber es geht, es geht. Bäm. Können wir auch noch nicht. Ja. Das sieht doch so komisch aus. Ich dachte, da wäre noch mal was hinter, ey. Da ist die Karre auch schon vollgemüllt. Ja. Ich fahre erst nach Hause, Leute. Wir sind noch nicht weit weg. Da bringen wir es nochmal eben rein. Und dann düsen wir los Richtung Schätze. Ist ja, glaube ich, eh die Richtung. Müssen also eh hier lang. Alles gut. Vielleicht haben wir auch Glück und in einer ist sogar in der Nähe vom Clay. Müssen wir mal gucken. Ansonsten, wie gesagt, ich werde ein paar Ressourcensteine mitnehmen jetzt. Wir werden also ein paar Zwischenstopps einlegen. Joa, damit wir noch ein bisschen Eisen kriegen und ein bisschen Gunpowder-Gedöns. Boah, das eine Ding, das ich sage ja, das lohnt sich immer, der Shop, ne? Das ist unglaublich. Ich nehme ihn mal mit. Können wir ins Minibike packen? Sollten wir irgendwie aus Versehen an irgendwas vorbeikommen? Was man mal eben looten könnte. Tun wir das natürlich. So, sehr gut. Da kommen wir ja noch an irgendeinen Händler vorbei.
Aber wir haben eh nichts Großes zum Verticken. Ich meine, man könnte hier einen Rocket Launcher verkaufen für 4000. Das kriegen wir für sein Rocket. Ich nehme da mal mit. Ich nutze den eh nicht. Will hier nicht meine Hütte zerschießen. Klar, später im Spielverlauf. Oder auch ist so natürlich auch eine witzige Angelegenheit. Aber jetzt am der Stelle des Spiels, wo wir sind, nehme ich natürlich lieber die 5 Riesen mit. Keine Frage. So, ja, ich bin gespannt. Ey, vielleicht finden wir hier sogar noch einen richtig geilen Bauplatz jetzt. Ich sehe gerade, da ist die Straße. Da oben geht die Straße weiter. Ich hätte auch Bock hier in so einem Tal zu bauen, aber nicht hier neben so einem Haus und sowas. Das mag ich nicht. Weil wir haben jetzt einen Minibike. Wir sind jetzt offener. Also wir müssen jetzt nicht irgendwie sagen, wir müssen uns unbedingt in der Nähe von einer großen Stadt bauen oder in der Nähe vom Händler oder so. Das ist jetzt alles Bumpe geworden. Ich bin da offen. Man kann da einfach sagen, wenn man jetzt hier irgendwie so einen geilen Fleck findet, der einem gefällt, so, jo, bam. Hier zünden wir uns hin. Da oben das Gefängnis mitten in den Bergen ist auch ziemlich geil. Hätte ich auch mal wieder hier Bock, so hier so irgendwo schön in die Berge zu bauen. Was machst du denn hier? Ach so, das ist so eine Mutti. Und Kisten sind da. Ja, geh weg, ey. Das. Hallo. Vorne haben wir so ein Schrägdachhaus. Da könnten wir mal eben schnell gucken, welches es ist. Durchsmashen, das lohnt sich ja dann auch. Komm, dann düsen wir mal eben hin. Oder habe ich mich verguckt? Das sieht aus wie eine Holzhütte. Naja, gut, ich habe mich verguckt. Da ist eine, da ist ja mal. Ja, hier ist jetzt noch nicht irgendwo, wo man sagt so, yeah. Hier aber, hier müssen wir hin. Oh, was haben wir da drüben alles? Sägemühle, die habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Aha. Ist auch ganz geil, so ein Krater hier. Ach, guck mal an. Ist doch unglaublich. Was haben wir denn für ein Glück, ey? Und genau hier ist auch der Schatz. Ja, da müssen wir natürlich eben durchbluten, Leute. Da können wir ja nicht dran vorbeigehen. Das ist ja wohl klar, ne? Habt ihr ja schon gesehen, was wir da gerade rausgeholt haben, also. Jetzt nur mal eben Mutti beseitigen hier. Schon der zweite, den wir in der Wildnis finden, ey. Ich sag ja, der Seed ist schon Wahnsinn eigentlich. So, jetzt gibt es mir eine 500er Axt. Ja, eine 23er. Naja. Was los? Schritte da draußen. Ist alleine, Junge? Mitschnüren hier. Da sind wir gleich. Auch, da habe ich vorhin vergessen, ne? Gehst du jetzt echt hier vor der Hütte? Ist das dein Ernst? Dann komm her. Spacko, wo willst du hin, ey? Ich bin noch eingehört, da. Wird auch laden, die Maschine. Ja, schade, dass die Zombies halt so hohl sind und sich immer hier so in die Dinger rein graben wollen. Ich hoffe, das ist in der Alpha 17 nicht mehr so.
Könnte man nämlich immer auch auf so einem schönen Plateau bauen. Ernsthaft? Was ist denn los hier mit der Gläser? Ja, den Rahmen squirp ich gleich schon mal. So, jetzt muss ich mal einmal stehen bleiben, dass einmal die Schatten laden. Die haben gerade schon mehr geflackert. Das Tier lasse ich jetzt. Jetzt ermüde ich mich nur noch mehr zu. Muss jetzt nicht sein. Das ist schön. Das quetschen wir mal alles weg. Ja, nimm es doch mit wenigstens. Oh. Du komische, du. Paper, paper. So, Secret Stash. Bam. Naja. Naja. Hallo. Und sollen wir Wetten abschießen, ob was drin ist? Ui. Gut, dass ich keine Wette abgeschlossen habe. Selten genug, ey. Wir brauchen immer noch einen Huhn, ne? 1,9 mm Gedöns, ey. Können wir das hier mal. Ja. Vielleicht hilft das was. Vielleicht kriege ich da mal einen Chicken. So. Gut. Bin gespannt, was wir jetzt noch rauszaubern hier. Ja, die eine oder andere Schematik wäre ganz geil. Pistole oder Winchester wäre angenehm. Das ist natürlich nicht so schlecht. Der Pistole halt einfach, um die Moon da rauszunehmen, bevor ich sie verkaufen würde immer, ne? Winchester bin ich nicht eigentlich geil drauf. Will ich ganz gerne mal antesten. Macht zwar eine Ecke weniger Damage als die Hunting Rifle, haut dafür aber mehr Schüsse raus. Ne? Also, ich denke, da geht einiges mit. Aha, ja, super. Super duper. Naja, war jetzt nicht so ergiebig hier, die Maschine, aber. Kann ich noch einen Slotty frei? Ist sie immer stöhnt, ey, nur weil sie mal ein bisschen hüpfen muss. 56 Scrap Iron immerhin. Sollte man sich nicht entgehen lassen. So. Ich kann noch nicht mal sowas davon zusammenschrauben. Unglaublich. Eine Tasse. Ist warm, ne? Mach mal so. So. Zwei Headlights. Pinsel. Junge, Junge. Schon wieder vollgemüllt, die Karre, ey. Ein Slot haben wir noch hier. Naja, da packen wir besser das erstmal wieder rein. So. 14 Uhr schon. Und ich höre einen Wolf.
Aha, genau hier ist die Kiste. Das ist natürlich ein bisschen. Und dann noch ein Schwatter, ey. Natürlich auch super, dass ich Holz bei habe. Ja, den muss ich wegmachen, bevor der uns überrascht, ey. Der macht uns direkt alle instant. Aber da wird halt nicht ein Schuss reichen mit der Hunting Rifle. Deswegen möchte ich ganz gerne da aufs Dach gehen. Und ihn von da aus cachen. Alter! Lauf und Köter auch noch. Oh, oh. Zünd dir noch was rein. Alto Belly. Ja, bergauf wäre nicht gegangen aufs Minibike. Da bin ich zu langsam. Naja, jetzt werden wir mal sehen, ob der Snafu recht hat. Dass man den Bären weglaufen kann. Na super, hier geht's überall berghoch. Er ist immer noch hinter uns. Oh. Problem ist, berghoch casht er mich eh. Ja, ich weiß nicht, wie du dem weggelaufen bist. Also ich kann ihm nicht weglaufen. Schon gar nicht rückwärts. Das ist das Einzige, weil ich ihn dadurch verlangsame. Du brauchst jetzt nicht abhauen, das kannst du dir abschmieren. Komm her. Das Ding nicht so lange nachladen würde. Boah, wie viel Schüsse der braucht, ey. Alter, er lebt immer noch. Oh, das war knapp. Ich dachte, der wäre tot, ey. Komm, erstmal Land gewinnen jetzt hier ein bisschen. Junge, Junge, Junge. Also, wenn du mit dem Bogen gelegt hast, Respekt. Also. Alter. Das geht doch gar nicht. Also, ich weiß nicht, was du da für einen Bär hattest. Also, guck dir den an, wie der abgeht. Mein Gott, wie viel will er denn fressen, ey? Na, endlich. Ja, sorry, Leute, das Telefon hatte geklingelt. Da muss ich kurz rangehen, deswegen der Cut. Also, Snafu, ja, keine Ahnung, was du da für ein Bär hattest. Also, aus gesehen, ist nichts mit rückwärts laufen und irgendwie mit dem Bogen legen. Was ist denn los? Jetzt mal ernsthaft, die Geräusche, die machen, das hört sich an, als ob die von da kommen. Ja, gut Leute, wir sind auf jeden Fall am Ende einer Folge, bevor wir gucken, was da hinten mit den restlichen Bären abgeht und den Hunden und meinem Minibike und den Schätzen und ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. War eine enge Kiste. Zwischendrin, also die Blunderbuss hat uns den Arsch gerettet, weil ich ihn damit ein bisschen verlangsamen konnte. Sonst wäre mir definitiv drauf gegangen. Weil ihr habt gesehen, weg bin ich nicht gekommen und den Berg hoch bin ich viel zu langsam. Da haben die Tiere keine Probleme, die ziehen da einfach durch. Also, wie immer, Lob, Kritik, Anregungen, alles in die Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.